damit herzlich willkommen wieder zu Satisfactory hier beim Auro. Ja, was hatten wir gestern uns vorgenommen für heute? Jawohl, Ivertube und Spinny. Ich kann die Spinny irgendwie hören. Da hinten eventuell. Moment, das testen wir jetzt mal aus. Ja, hier. Bewegt sich was? Kann sie das sein? Ja. Jetzt haben wir sie. So. Naja, ja. Wenn man einmal weiß, wie das ist, kann man sich auch dagegen wehren. Nicht genug Platz. Okay. Dann. Ja. Ist das so? Aber wir können mal noch schnell. Ich wollte das eigentlich offline machen, aber nun ja. Wo haben wir es denn? Da. Machen wir es so. Ja, das brauchen wir ja, sonst kann man keine Hypertube basteln. Und ich würde sagen, wenn wir einmal schon hier sind, im Sumpf, dann ballen wir von hier aus zurück und mal sehen, wie weit wir kommen. Das Idealste wäre natürlich, wir schaffen es bis zum Teilzentrum, also zu dem UFO in der Mitte der Karte, aber das werden wir sehen müssen, ob das reicht. Einen schönen guten Morgen, mein Freund. Wie geht's dir, Rob? Mir geht es wunderbar. Geht's dir auch schön? Gut? Besser? Sonne scheint jetzt im Moment. Es ist kalt bei uns, aber die Sonne scheint. Ja, Spinny habe ich gerade erledigen können. Ging dann doch ziemlich schnell jetzt. Und jetzt mache ich halt mal noch ein paar Kupferbleche für die Hypertube und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen damit. Ich hoffe, dass es reicht bis dorthin, aber bleibt abzuwarten. Oh. Schlecht geschlafen mit da, okay. Da wollen wir hoffen, dass es bald wieder gut geht, dass du auch wieder zum Schlaf kommst. Ne? Es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn man keinen Schlaf findet. Auf Dauer. Gestern auch noch mal geschneit bei uns. Es ist nicht viel liegen geblieben und zum großen Teil weg. Ein paar weiße Flecken gibt es noch, aber ansonsten mal sehen, was die Sonne heute noch schafft, inwieweit sie sich dazu ermutigen lässt, die Temperaturen nach oben steigen zu lassen.
Ja, wir hatten auch noch Frost, aber jetzt kommt, wie gesagt, ist die Sonne draußen, mal gucken. Ja. Wie weit sich die Luft da heute erwärmen will. Rohre haben wir genügend. Was genügend? Eigentlich müsste ich alles dabei haben, was ich brauche. Frage ist nur, wie weit komme ich? Strom müssen wir dann noch herziehen. Machen wir dann halt auf den Rückweg. Nun ja, vielleicht könnte ich mir ja noch die Schnecke holen, was hier rum soundet. Maurice, grüß Gott, willkommen, schön, dass du da bist. Wie geht's dir, Maurice? Du. Haben wir durch, dann weg damit. Dann komm mal her zu Papa, komm fein, endlich mit, keine Angst. Dann haben wir auch hier Platz für Schneckeninnereien, für Schnecken, für Spinneninnereien. Davon geht's hoch. Scheint auch die einzige Spinne gewesen zu sein hier. Zumindest hat sich noch keine gemeldet. Müssen wir hier durch ein Gift, ne? Oder dran vorbei eher. Das sollte kein Problem sein. Wir haben ja Gasmaske. Klettern wir mal hoch. Ah, hier ist Gifty. Okay. So, schnelle Schuhe. Oh, sehr gut. Und dir? Ja, mir geht's auch gut, Maurice. Das ist schön. Ich würde sagen, ich hau mir die Hypertube. Ich muss die hier hinschmeiß. Gleich einen Eingang ran. Zack. Vielleicht sollte ich mir mal den Strommast hersetzen, anstatt dann. Ja. Verbinden. Dann habe ich gleich hier noch was, wo ich abgreifen könnte, zumindest am Anfang. Halt. So, und dann kommen wir mit. Ist zu lang, dann machen wir das hier hin. Und weiter geht's. Viel zu weit. Viel zu weit.
Ah, wollte ich gar nicht. Ja, jetzt was. Nochmal. Hier los. Und ich kann auswählen. Nö. Nochmal. So. Hierher. So. Nach oben. Geht doch. Ach shit, gleich den Fehler wieder gemacht. Ja. Nochmal. Oh, hä? Was ist denn heute los? Irgendwas hier ist in dem Sumpf. Ja. Oh, oh, oh. Glaube. Irgendwie, ne? Reicht das hinten vorne nicht? Naja, gut. Ja, was bleibt da groß übrig, ne? Ist ja vor vielleicht mal noch. Ah, nicht mal das. Schade, schade, schade. Auto safe. Nun gut, nun gut. Das ist jetzt natürlich ein bisschen unschön. Mist, 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 Mist. Moin, Mace Bandit. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Habe ich noch viel zu machen, ne? Da bin ich mit den 600, ja, habe ich ja nicht mal die Hälfte geschafft. Uiuiui. Schlechten Menschen, ja, kennst du den Spruch? Ja, den kenne ich den Spruch, also geht's dir schlecht. Genau. Da geht mir genauso, Maurice, ist dasselbe. Ich sag dann zwar immer, es geht mir wunderbar, aber dann in Wirklichkeit, ne?
Da müsste ich auch mal weiterarbeiten, aber naja, Batterien waren halt nicht schlecht, ne, damit die Drohnen fliegen können. Moin Lala, wie geht's dir? Flip. Der Runterzug geht's ja ruckzuck, ne? Und hoch hat's ein bisschen länger Zeit. Ich mach's. Also, wir brauchen wieder Ohr und hier Kupfer. Waren. Und erstmal Ruhe. Ganz gut, das ist schön. Ganz gut ist immer noch besser als mir geht's nicht gut. So, Steuerrohr, da hatte ich jetzt 600 mit, ne? Was über 100 habe ich noch hingeschmissen. Habe ich 500 verbraucht. Jetzt möchte ich fast sagen, nehme ich mal 800 mit. Ob das reicht? Moment. Immer noch den alten Weg dort rein. Erwischt mich da wegen immer noch mal. Wenn es einmal gewöhnt ist. Was haben wir hier noch rumliegen? 175, die können wir dann noch. Erstmal Schnecki. So, dann machen wir hier hin rein. Ja. Das noch rein, dann habe ich noch ein Deck frei. Die nehmen wir noch mit. Ja. 800, das wäre dann mal 4 und den Rest. Müsste ich ja eigentlich fast hier die Kupferbleche. Oh, die Kupferbleche noch nehmen. Keiner hat es mitbekommen. Sonst würde ich würd das wieder nicht reichen. Rein mit dir. Ja, ich produziere eigentlich zu wenig, ne, von denen hier wahrscheinlich. Ja. Produziere zu wenig. Na gut, die drei. Ach komm. Auch wenn es noch drei sind, sind wir auf dem Stack. Na gut, dann brauchen wir ja trotzdem noch. Auch gekrabbelt.
groß sein. Ja. Ja. Jüdi jüd. Dann machen wir das mit dem Kupferblech im Schmelzbereich. 2, 4, 600, 800. Machen wir 1000. Abkürzung nehmen. Ich auch keine Überproduktion mehr. So. Denn dahin. Dann produzier mal schön. Ja, und da ist die Sonne auch schon wieder weg. Jetzt haben wir es nur noch kalt und bewölkt. Oh, 52 erst, das zieht sich hin. Schade, schade, schade. War auch nicht die schlechteste Idee, mal die Produktion von Kupferblech zu erhöhen. Ein paar Maschinen hin noch. Wenn ich das wieder mache, dann komme ich mit den Hypertubes nicht. Wir machen das jetzt mit Hand hier und dann, wenn das erledigt ist und ich das nicht vergessen habe, dann tun wir noch ein bisschen was an Kupferblech aufbauen. So, gestern kam der Monitor und mit der Kamera, ja, da stand nur ungefähr drin, Liefertermin und bis, und wenn das stimmen sollte, dann kriege ich die diese Woche nicht.
Aber immerhin, die Festplatte ist da und der Monitor ist da. Jo, ne? Ja, schön. Wie gesagt, Kamera. Wenn das zutreffen sollte, dann kriege ich die diese Woche gar nicht. Aber man ist oftmals positiv überrascht. Also mir ging das schon öfter so, dass der Liefertermin, der da angegeben wurde, nicht gepasst hat. Oh Gott, das kennt ja jeder, ne? Aber statt eben später, kommt es sogar schon eher. Vielleicht ist es dann mit der Kamera auch so. Wenn nicht, ne, kann ich es halt nicht ändern. Das ist der Wegen so langsam geht, ne? Schlecht beschleunigen. Sind wir schon per Hand bauen am schnellsten. Dann haben wir ja aber erstmal 350. Ich bräuchte ja noch mehr. Na, zeig mal her. Was haben wir denn? 1, 2, das nehmen und 1 zurück. So, weiter geht's. Ja, ich habe schon eine Blechproduktion, aber es ist. Die Blechproduktion ist nicht so, dass ich eine Überproduktion habe. Also kann ich nicht im Container mich bedienen. Und dann habe ich vorhin schon mal gesagt, dass wir die Hypertube gebaut ist und ich das nicht vergesse, mal noch ein bisschen was an Maschinen aufstelle für die Blechproduktion. Ja, du bist dann trotzdem mit Hand immer noch schneller. Müsste ich ja trotzdem hier stehen und warten. Und dasselbe raus. Und Autosave. Ja, man geht weiter. Prost mit Kaffee. Ja, genau. Kaffee mit Schuss, ne? Es hat gestern Abend ganz schön spätabend ganz schön geschneit. Zwar nur kurz, aber dafür sehr heftig. War auch schnell weiß alles, aber es ist nicht liegen geblieben komplett. Ne? Nur ein paar Reste sind noch da. Ja, ist zeitig für Alkohol. Ja. Und eigentlich muss ich heute auch noch arbeiten gehen. Kann ich schon gleich gar nicht damit anfangen. Ein Grab bei mir. Ja, wir haben Frost, wir haben knapp unter Null. Vorhin war die Sonne mal hier draußen. Aber jetzt ist sie weg. So schön bewölkt. Wir haben auch wieder Schnee angesagt für uns. Für unser Gebiet mit. Mal sehen, wann das dann losgeht und inwieweit das intensiv sein wird mit Schnee.
und dann auch noch mal weg. Wenn ich jetzt wüsste, wie viel ich ja brauche, ne, für den Rest der Hypertür, das ist ja auch nur mal gut geschätzt. Also ich denke mal, die 600 reichen auch nicht, ne? Die haben ja nicht mal für die Hälfte gereicht, was ich gerade hatte. Aber da brauche ich schon noch was. So, jetzt werde ich mal noch ein paar Kupferbarren mir einverleiben und die Sache wieder anstoßen. Und dann gehe ich mal schnell in die Heizung und guck, ob sie den Nachschub braucht. Ja. Naja, kommt alles und eins weg. Und dann geht es los und dann bin ich mal in der Heizung schnell. Bis gleich. Ja, bin ich auch wieder da. Man soll es nicht glauben, aber die Solaranlage auf dem Dach arbeitet ja auch jetzt sogar. Obwohl die Sonne schon wieder weg ist, arbeitet die immer noch. Ich habe mir überlegt, mit dem Alu ganz anders zu verfahren. Warum auch nicht? Probier's aus. Lala, davon lebt sie das, ne? Was anderes ausprobieren. Dann haben wir es doch bald geschafft. 800, ob uns das reicht? Ich zweifle fast ein bisschen. Ich da lieber auch auf mehr gehe. Sicher ist sicher, ne? Ich nehme noch ein bisschen was mit. Und dass ich dann nochmal hierher muss. Wegen, was weiß ich, bei 3 Meter. Was hat man denn noch am Platz? 1, 2, 3. Machen wir die noch? Und dann denke ich, habe ich genug. Hoffe ich. Ich hoffe es wirklich. Dass ich den Rest noch von der Hypertube bauen kann. Strom hinterprügeln. Ja, dann hätten wir einen schnelleren Weg zumindest dorthin. Und da werde ich noch oft hin und her müssen. Das ist für die restlichen Gebäude. Und die ganzen Maschinen. Das aufgebaut ist und verknödelt und vertrottet. Bis das läuft.
Ja. Gut, haben wir ja schon Donnerstag, ne? Da kommt ja das Wochenende weit vor die Tür. Dann habe ich ja hier ein bisschen was zu tun, in der Hoffnung, dass es dann auch einen gewünschten Effekt bringt. Dann noch mal ein Stack, dann haben wir die 1000. Dann behaupte ich einfach mal, das reicht. Oh, endlich gleich geschafft. Tada, und jetzt geht's. Endlich. Wieder zurück in den Sumpf und Richtung Sumpf. Ganz hin müssen wir ja jetzt nicht mehr. WB. Und Rob, hast du dich getraut zu starten? Satisfactory. Und ging's gut, Rob? Oder hast du es bereut? Hallo, Smitty? Guten Morgen! Hast du den Mutter angeschrieben, dass Mama und das Update kommt? Und dann? Das ist ja schön. Oh, guten Morgen, Keks! Hey, das dann, wie geht's euch beiden, Smitty, Keks? Alles gut? Auf dem Weg zum Sumpf. Bis dahin sind wir gekommen. Mit der Hypertube. Und jetzt müssen wir den Rest noch. Und ich hoffe, dass das reicht. Alles Bestes, na dann. Es ist wunderschön.
hüpf, hi, hüpf. Tadam. So, machen wir das Rückenmoped dran. Dann springen wir todesmutig. Na. Bist wieder raus wegen Nachtschicht? Ja, Nachtschicht schlaucht, da hast du recht. Gebe ich dir vollkommen recht, Smitty. Dann wünsche ich dir einen guten Schlaf. Erhol dich. So. Haben wir noch ein bisschen was, ist aber fast nicht der Rede wert. Ja. Hier hin. Schön. Ja, bitteschön. Stolz. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf und zwölf. Ja, auch dir einen schönen Tag dann, ne? Wenn du ausgeschlafen hast. Dann 1, 2, 3, 4, 5. Ja, die Frage. Na, da habe ich mich nach Autosave. Okay. Da habe ich mich einfach hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Warte hier? Echt auch, okay. Ja. Hier einfach hoch. Mal kicken.
schlecht. Da hoch. Obwohl, ich muss ja in die Richtung. Quatsch, muss in die Richtung. Ah, stimmt. Dann machen wir das natürlich anders. Ach, da hier oben. Mann. Irgendwie hier so. Eingang. Ja. Komm. Strom muss ich mir anders jetzt. Halt hier hoch. Boah. Hallo? Ja. Runter wird es nicht reichen. Haltung zu lang, halt klar. Dann halt so. Dann vielleicht. Das geht ja Gott sei Dank schneller. Und auch heute habe ich mal wieder ein Limit gesetzt auf 2 Stunden. Hat ganz gut geklappt. Die Tage bisher.
Weil dürft's ja gar nicht mehr sein. Ach, das sehen wir doch schon. Und schwupp. So, und noch und dann haben wir's. Ah, grün. Dann können wir ja zurückreisen und die Maschinen mal aufbauen für Kohle. Quatsch, für Kohle, für Kupferblech. Lass mal ein bisschen was da. Ja. Da unten fehlt noch was. Da fehlen noch die Wände. Das war, wo ich rausgegangen bin gestern. Um die Spinne zu suchen. Die ich dann gestern nicht gefunden habe, aber heute Morgen ging es dann ziemlich schnell. Ja, dann wie gesagt, dann bauen wir erstmal noch ein, zwei Maschinen für das Kupferblech. Laden uns wieder. Mit Beton und Eisenplatten und gehen dann wieder zurück in den Sumpf und basteln an den Gebäuden weiter. Und irgendwann sind sie ja mal fertig. Und die erste Fahrt verlief ganz gut. Du hast gerade was erlebt? Was hast du denn gerade erlebt, Lola? Erzähl mal, komm. Mit spann es nicht so auf die Folter. Und weiter.
Bist du bei Olu gestorben und stehe heute bei den Kraftwagen. Nimm eine Zauberei, Lala. Ach, nehmen wir gleich erstmal einen Stack Beton mit. Ja. Vielleicht war nicht so schlecht, auch mal ein bisschen verstärkte Platten wieder mitzunehmen. Wir gehen da eh hier rein, also können wir auch mal auf versteigte Platten bzw. noch die eine oder andere Sache auffüllen. Nämlich noch ein Stack Eisenplatten. Denke hier lang ist es kürzer. Dann hüpfe ich wieder durch. Gucken, was ich alles so brauche. Ja, hier müssten die was sind die verstärkten? Ne, die schweren modularen Räume oder verstärkten. Auf Licht. Nein, das brauche ich nicht. Dann machen wir den Stack voll. Dann machen wir auch den Stack voll. Da haben wir noch. Das reicht. Das nehmen wir mit. Ja. Und Autosave. Dann hole ich mir woanders dann. Na komm, ja, fertig. Nee. Nein. Motoren. Dann machen wir den Stack voll. Dann hier. Ah, das wäre das Kupferblech theoretisch, aber ne, wollen wir ja jetzt ändern. Dann geht voll. Und die brauche ich gar nicht. Ja, ja. Computers brauche ich auch jetzt nicht. Die auch nicht. Die auch nicht.
eigentlich? Produziere ich von dem genügend? Brauchen wir auch nicht. Machen wir den Stick voll. Habe ich noch. Ah, das müssten die Highspeed-Anschlüsse sein. Stick voll. Ja. Kühlkörper brauche ich auch nicht. Brennstäbe muss ich auch nicht rumtragen. Truppemotor. Das war gar keine schlechte Idee. Und dann ab ins Vergnügen. Kicken wir mal. Kupferblech. Ja. Da geht noch was. Dann jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Maschinen. Produzieren die, ne? 10 pro Minute. Machen wir mal 2 Maschinen. Komm. Ach, hier habe ich es anders gemacht. Ja. Warum eigentlich? Mach mal anders. Das machen wir anders. Ach, jetzt stört das ausgerechnet hier. Das ist ja wieder. Geht doch.
das ist ja schon. Genau. Gestorben bin ich gestern da, wo auch sein ein Bahnhof gebaut in den großen Loch. Rupp, was ist denn reingefallen? Abgerutscht? Oder hatte ich jemanden geschubst? Ich weiß nicht. Ändern wir. Schon mal hier rum oxidieren, können wir ja auch hier oben das mal ändern in die Fundamente. Wollte ich ja sowieso, aber erstmal was anderes gemacht, ne? Wie es immer ist. Erstmal was anderes. Tada. Fundamente. Wieder. Eins haben wir noch. Ja, erledigt. Jetzt nehme ich mal an. Jetzt habe ich auch eine Überproduktion. Untergeschubst. Was ich wenigstens bedanken könnte dann, Rob. Also. Was haben wir denn jetzt vom Zeug einstecken? Sagen. Die Taschen voll mit Beton und Eisenplatten und dann geht es wieder ab in den Sumpf. Aber sowas von bedankt. Na, hoffentlich muss das auch zu würdigen. Oder die. Ja, hier müssen wir das Feld verlassen. Und den Rest nehme ich in Beton. Dann nehme ich Beton, genau. Rest Beton und dann ist gut.
alles. Und ab. Gut, dann haben wir zwar heute kein Gebäude mehr fertig bekommen, aber wir können ja anfangen damit. Ist ja auch schon was wert. Eine längere Frau, da können wir uns zurücklehnen. Ist noch so viel freier Platz, ne, wo noch nichts bebaut ist. Also da müssen wir was dagegen machen. So kann das nicht bleiben. Moin Zaunschnagger, grüß dich! Schön, dass du da bist, Zauni, wie geht's dir? Friedenspfeife geraucht mit den Nachbarn oder eher noch auf dem Kriegspfad? Schneller als mit Laufen, ne? Eindeutig. Und Autosave. Lass nicht drüber reden. Okay, dann Themawechsel. Na, Zauni, dann bestimmt du das Thema. Los geht's. Aber nicht von Corona. Das hört man den ganzen Tag, den Schwachsinn. So, jetzt geht's ab. Mal sehen, wo wir landen. Hui. So. Da landen wir. So, wo ist denn der? Da ist er. Und jetzt der nächste Ring. Sie alle zu binden. Da. Dum, 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 dum. So, das hatte ich 2 höher gemacht, das hatte ich 4 höher gemacht, dann muss ich das 6 Wände hoch machen.
Zaunibron, baust du gerade in deiner Map? Was beschäftigt dich? Ja, ist schon mal eine Kiste in Felsen geglitscht. Wüsste ich jetzt nicht, kann mich jetzt nicht dran erinnern, aber mir ist meine Kiste in den Boden geglitscht und da kam ich nicht mehr ran. Eine Spornstrecke schön bauen. Ich denke, da hast du bestimmt zu tun, ne? Wird ja bestimmt keine kurze Strecke sein und dann fällt einem ja dieses und jenes ein und dann könnte man das noch eventuell machen und naja. Haben wir es doch gleich geschafft. Ups, nein. Alles nach oben legen. Ach, da drüben, da fällt mir gerade ein. Da fehlt ja noch ein bisschen Wand, aber das ist nicht schlimm. Weil ich muss ja sowieso dann mal noch dorthin wegen für den Lift beziehungsweise vielleicht Rohr oder also fällt mir das dann eh auf. Daher war das jetzt nicht schlimm, wenn ich mich da jetzt nicht gerade dorthin wurstel, nur wegen der zwei Wände und die paar Fundamente, was da drin sind. Ne? Könnte ich vielleicht überleben. Müsste ich mit meinem Monk nochmal nicht beratschlagen, aber ich denke, dürfte gehen. Jetzt nehme ich das mal dort hoch. Jetzt haben wir aber gerade erstmal das auf die Höhe gebracht, wo ich hin möchte. Huch. Muss ja das alles noch weg. Vorsichtig, vorsichtig. Nicht zu viel löschen. Shorty, be
facing the mayor, up in the air. I want you to jump, 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 jump. Up in the air, I want you to jump. Guten Morgen, Sonnestream. Auch ist wieder da. Juhey. Schön, wenn es dir gefällt. Danke, danke. Wie geht's dir, Sonnestream? Aber ich habe es bis jetzt diese Woche jeden Tag geschafft zu streamen. War ja eigentlich gar nicht, das heißt geplant, aber ich habe nicht gedacht, dass es so sein wird. Ja, aber glücklicherweise könnte ich das machen. Allerdings halt nur den 2 Stunden Rhythmus, auch heute. Aber naja, besser als gar nicht, finde ich. Ja. Noch weg. Ich würde auch, muss aber bald los, drum erst heute haben. Okay. Ja, da bin ich auf Arbeit dann. Ups. Habt ihr ein Bild in dein Discord gepostet? Oh, Dankeschön. Dani, da könnten wir ja auch gleich mal reingucken, ne? Lösch das mal noch weg. Gucken wir mal, auf den Discord. Ach, der ist schon offen, okay. Und dahin. Dann in Satisfactory. Und dann das in OBS. Umordnen. Genau. Man lernt ja ein bisschen dazu. Du hast aber schon viel Mühe gegeben, du. Meine Herren, mit den Rohren. Das ist nicht ohne. Willst du die dann noch durchfärben, wie es dort hinten ist, in der Farbe? Hast du dann auch noch zu tun, ne? Und vor allem brauchst du auch viel Farbpatronen dann noch, wenn du das vorhast. Das ist ja nie, gefällt mir. Heidenarbeit, ne? Ich weiß das. Mit Rohren, ne? Aber das Endergebnis, ne? Wichtige ist, dass das Endergebnis schön ist. Egal, was es da für Arbeit vorher gemacht hat. Schön muss sein. Schick, schick. Fein, fein. Hast du aber schon lang dran gebastelt, ne? Aus Norden. Muss mal hin. Oh, hier haben wir es doch schon. Ging ja schnell. Schnell zumachen. Nicht durchfallen. Hallo? Juli, hallo! Guten Morgen! Wie geht's dir? Schön, dass du reinschaust. 2 Tage bis jetzt. Wird alles blau. Cool. Tony macht blau. Oh, als erstes so eine Wand.
Und zack. Dann hätten wir Fenster gehabt. Und zack, dann sind wir schon wieder rum. Dann kommt. Na. Nochmal. Metall. Oh. Tag der Juli. So, haben wir das. Dann machen wir als nächstes erstmal hier die Schräge. Dafür kommt das hier wieder weg. Juli hat sein Portemonnaie voll, jetzt gibt er die Kunde aus. Und dafür sind sie auch da. So, Juli hat erstmal den Chat wach gerüttelt. So, Autosave, dann mache ich als nächstes oben. Ja. Machen wir oben. So, da haben wir das geschafft. Machen wir das wieder. Na.
Nee, 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 nee. So, jetzt hier. Ob ich mal mit Mod spiele? Hier denke ich nicht auf der Karte. Ich habe ja noch eine Karte mit Mods Experimente. Aber die konnte ich ja bisher nicht starten, weil die Mods ja nicht funktioniert haben. Bis dahin, ne? Jetzt dürfte ja bestimmt der ein oder andere Mod funktionieren. Und ich habe es aber noch nicht probiert. Solistream, das hier wird, soll werden, die Batterieproduktion im Sumpf. Und da müsste, wenn ich mich nicht allzu sehr verrechnet habe, müssten 5 Gebäude dafür reichen. Um zumindest die Batterieproduktion in Gang zu bringen. So, und da fange ich, und da baue ich jetzt erstmal die Gebäude hin. Das war jetzt das 4. hier, was ich anfange. Das 4. Gebäude. 3 habe ich schon fertig. Noch keine Maschinen drin, das ist nur die Hülle, ne? Ja, wenn die dann fertig sind, dann müsste ich mir noch die Quellen dazu, die Schwefel, Bauxit und Kohle, Ressourcenknoten anschließen ordentlich, die ich dafür brauche. Ja. Ja, so, da brauche ich ja, hier brauche ich Schwefel und Wasser, dafür brauche ich Bauxit und Wasser, hierfür brauche ich halt die Alubarren, ja, und Kohle war, für Kohle war dann, ach ja genau, Kohle war dann hier für die Aluproduktionszwecks, damit ich die Batterien machen kann. So, und da müssten eigentlich 5 Gebäude, so wie ich mir das vorstelle, hier wie ich das machen möchte, ausreichend sein. Dann habe ich, die 3 sind schon fertig, die Gebäude. Das sind noch wilde Bauten, damit ich hin und her komme erstmal. Das ist das 4. und das 5. da hinten noch. Ja. Und wie weit ich da diese Woche noch komme, keine Ahnung. Wir haben ja heute schon Donnerstag. So, morgen. Ich weiß nicht, was morgen geschafft werden kann. Und am Wochenende ist ja angesetzt, also eigentlich am Sonntag, den Rechner neu aufsetzen mit der neuen Festplatte, dann hoffentlich die gewünschte Verbesserung bringt. Ja, und dann wird sich zeigen, wie lange das alles dauert, ob es da irgendwelche Schwierigkeiten gibt, bla bla bla, dass die Programme wieder installiert sind und so weiter und so fort halt. Wäre schön, wenn das am Sonntag alles klappen würde. Und dann halt möglicherweise dann auch nochmal testen am Sonntag, ob das dann halt auch wirklich besser ist. Ja. So, sollte das so sein, dann wären die nächsten Schritte, kann man hier löschen, die Kamera, wenn sie denn da ist, und den Monitor, der schon da ist. Er kam gestern, die Kamera. Ja, da stand ein Zeitraum von bis, und ich denke momentan, dass ich die diese Woche nicht bekomme, sondern halt nächste Woche eventuell. Ja. Das wär's dann. Erstmal der nächste Arbeitsablauf hier. Naja, was heißt aufwendig? Ja, ja, man muss halt schon ein bisschen was bauen, damit man Batterien herstellen kann. Ohne ist es nicht, sagen wir so, ne? Aber das ist ja auch beabsichtigt, ne? Dass das aufwendig ist, und naja, andererseits ist es halt auch schön, dass man nicht einfach alles so dahin klatscht und dann, naja, so, dass du alles bauen kannst ohne großen Aufwand, fände ich jetzt langweilig. Ja, gerade die Alu-Produktion ist ja auch relativ aufwendig, auch wenn sie
etwas vereinfacht wurde gegen das letzte Frühjahr, aber es ist ja trotzdem noch vieles zu machen. So, jetzt sind wir einmal rum, dann können wir das hier wieder löschen. Ja. Werfen Koordinatensystem, eine Ahnung, Z ist doch oben, oder? Z ist die Höhe, ja. Mit Z machst du die Höhe. Und jetzt wieder eine. Ach nee, warte mal. Ich muss erst die Fundamente machen. Hier wollte ich hin. War denn der Sodium-Stream eigentlich dran? In seiner Settes-Welt? Womit beschäftigst du dich gerade? Ja, ich stehe im Weg, war klar. So, jetzt können diese da.
Na? Ich hab's vergessen, ne? So, du hast noch was vergessen? Aha! Ansonsten, da drüben noch. Okay. Aber jetzt. Gut. Dann kommen jene welche. Aluminium. Jetzt dann fertig nachher Gummi und Plastik. Ausgerichtet nach. Reicht ja nur jeden zweiten, genau. Und ja, und jetzt dieser, na, nee, doch, alles gut. Autosave. Na wie nun? So. Okay, passt. Passt. Gut. Rein. Runter. Sehr schön. Weg damit. So, Mütter. Ja. Da. Was ist das? Na komm. Muss reichen jetzt.
zu, ich bin zu dumm, ich habe gerade vor 500 Tickets in Halotto. Was? 500 Tickets in Halotto? Da kommst du hin. Juli, da kommst du jetzt hin. Keine Gefahr mehr. Besser man hat, als man hätte. Damit. Tada. Gut. Moment. Das ist ja ein kleiner Durchmesser, so wie der hier. Da hatte ich ja nur einen. Ja. Einmal Doppelschräge. Doppel. Rampe. Stimmt. Nicht zweimal. Ja, da habe ich ja dann von oben das gemacht. Genau. Ja. Jetzt wieder weg. Wie viele Batterien brauchen die Drohnen? Das kommt darauf an, wie weit die fliegen. Das richtet sich nach der Entfernung. Ich kann da aber nicht sagen, wie das ist. Auf so und so viele Kilometer brauchen die so viel. Da habe ich keine Ahnung. Du könntest höchstens mal einen Juli fragen, weil der mit dem Wurzel zusammen ja die Drohnen ja schon länger bedienen und ob die da schon ich das gemerkt haben. Ich bin da noch sehr neu im Drohnengeschäft. Von daher weiß ich nur, dass sich das auf die Entfernung auswirkt. Je weiter weg, desto mehr braucht sie.
So, müssen wir doch gleich mal fertig haben hier. Kann nicht mehr so lange dauern. Ich glaube, das war jetzt ein Fehler. Müsste ja eigentlich nur runter. Müsste eigentlich rund sein. Ah ja, genau. Ja, es war ein Fehler. Den anderen hatte ich ja dann nicht so gemacht. Stimmt, ja, stimmt, 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 stimmt. Dann werde ich das wohl wieder ändern. Jetzt muss das hier weg und das. Das muss weg. Und bleiben. Der muss weg. Und der kann bleiben. Der darf weg. Der darf weg. Der darf weg. Der. Ups, weg, 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 weg. Er kann bleiben, weg, weg und weg. Und jetzt so. Dann haben wir das schon behoben wieder. Dann geht's wieder abwärts. Ah, da muss ich aber noch mal rüber spionieren. Weil ich glaube, ich habe dann gleich hier. Die anderen Doppelrampen angemacht. Gucken wir mal, dann sehen wir schon. Genau. Gut, das heißt, ah, das war das wieder das Umständliche, genau. Erstmal hier. Das war falsch. So, bin mal weg bis morgen. Okay, Lala, schön, dass du da warst. Bis morgen. Und NMS, morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Wie geht's dir, NMS? Eine brauchst du für 1 Kilometer. Was, 50 Batterien? Nee. Okay, so bin mal weg bis morgen. Also ich habe für die Drohnen, wo ich schon laufen hatte, jetzt dann natürlich nicht, weil die Batterien, was ich dafür hatte, habe ich gekauft im Shop. Ich bin mal raus, Essen vorbereiten. Okay, Rupp, viel Spaß, viel Erfolg. Lass das schmecken dann. Schönen Tag auch dir noch. Goldene Tasse habe ich nicht. Nee. Da brauche ich keine.
50 Batterien da. Müsste ich mal nachgucken, wie viel das waren. Aber das waren keine 50, ich glaube 6 Stück oder so. Schau mal in den Discord. Disco gucken. Ach warte. Nur Tickets in Halle. Ach so, ja, er hat es ja vorhin schon geschrieben. Ja, Inhalatoren kann man nie genug haben, ne? Manchmal. Ah, oh, das wäre die Fummelei hier. Ja. Will nicht. Und so. Na, mir geht's gut und selbst. Gibt es was Neues? NMS, mir geht's auch sehr gut. Danke der Nachfrage. Und es freut mich, wenn es dir auch gut geht. Neues, was gibt's Neues? Also wie gesagt, die SSD, die neue, ist da. Also die neue Festplatte. Das wollen wir dann am Sonntag in Angriff nehmen. Der Monitor kam gestern. Auf die Kamera warte ich noch. Glaube aber nicht, dass ich die diese Woche bekommen werde. Ja, das ist jetzt erstmal momentan ein Stand. Mit den Emotes, da bin ich noch nicht weitergekommen, ne? Aber dadurch ich ja weiß, wie ihr das gemacht habt, ne? Ja, weiß ich auch, wie ich das machen werde. Nur bin ich halt da noch nicht dazu gekommen. Ein paar Fotos. Oh shit, ich komme ja gar nicht herein. Fotos zu machen. Durch die Arbeit und so möchte ich ja auch ein bisschen überlegt sein, die Sache, und nicht irgendwie was dahin geklatscht. Freut sich ja dann keiner drüber. So, jetzt muss ich noch hier reinpacken. Passen, na gut, geht. Fundamente, Wände. So, auch die 2 Stunden sind ja auch rum. Na gut, dann machen wir das mit den Wänden morgen weiter. Dann bedanke ich mich mal fürs Zuschauen und Zuhören wieder. Wer einen Vorschlag hat für ein Raid, darf den gerne in den Chat reinschmeißen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder. Und ich hoffe, dass es dann am Sonntag, wenn dann die Sache hier hoffentlich funktioniert, halt alles, so wie es geplant ist. Und dass dann am Sonntag auch alles funktioniert, dann würden wir uns am Montag wiedersehen. Eventuell auch am Sonntag. Aber damit rechne ich eher gesagt eigentlich mal nicht, dass das ohne Probleme alles abläuft. Wäre schön, ne? Aber ja. Ich nehme da mal so ein bisschen Karenzzeit, dass das eventuell dann doch nicht so klappt. Und daher wird man uns dann halt am Montag sehen. Wenn es dann funktioniert, alles. Die Kamera kommt dann halt irgendwann später. Wenn sie halt mal da ist. Ja. Selenjäger. Ich guck mal, wem ich noch so drin habe. Außer Selenjäger. Guardians of the Jungle habe ich noch drin. Gibt es noch andere Vorschläge? Ansonsten können wir das gerne machen zum Selenjäger. Letzten zweimal war ich bei Guardians of the Jungle, ne? Oder also zweimal zumindest. Gestern jedenfalls und glaube vorgestern. Oder war ich bei Schaltbahn auch mal noch zwischendrin?
Nö, dann gehen wir dann mal zum. Dann gehen wir einfach mal zum Selene, ne? Okay, das ist ja nicht schlecht. So, also ich bedanke mich nochmal, auch bei den Lurikorn, VOD-Schauer und so weiter und so fort. Wäre schön, wenn das dann wieder so gut klappt alles. Im nächsten Stream, morgen dann, würde ich mich freuen. Hat mir auch wieder gefallen heute. Kanal reden. Und wer einen Selene-Digger noch nicht kennen sollte, nun ja, er ist auch ein sehr guter Bauer. Wir haben es auch mittlerweile geschafft, Selene-Jäger und ich, zumindest ist bei einer Person die meistgehassten Satisfactory-Spieler zu sein, aufgrund der Bauwut, die wir da an den Tag legen, oder, ne? Naja, das ist hart umkämpft, oder ist ein hart erkämpfter Titel, ne? Und den wollen wir uns natürlich auch nicht wegnehmen lassen und verteidigen. Gut, Selene-Jäger, Raid beginnen, dann sehen wir uns gleich dort. Bis dahin, macht's schön gut, bleibt gesund.